Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Summoner's War. Und entschuldigt die Nebengeräusche, ich muss hier kurz mal was zur Seite legen. So, heute machen wir den Turm der Prüfungen Stufe 60 im harten Modus und haben als Endboss, oder als Boss dieser Stage, Artamiel. Artamiel ist halt gemein, weil der hat eine Passive, wo er immer ein Revenge prockt, sobald er oder ein befreundetes Monster, ein Verbündeter angegriffen wird. Und dieser Revenge Proc entfernt dann immer einen stärkenden Effekt mit 75% Chance. Und die Angriffskraft wird von der Verteidigung abhängig gemacht. Okay. Ich würde sagen, wir probieren das mal mit dem Team, was gerade drin ist. Mit dem bin ich jetzt die letzten Stages ganz gut gefahren. Ob das jetzt für eine Boss-Stage geeignet ist, werden wir jetzt gleich sehen. Ich denke eher nicht. Aber wir probieren einfach mal, weil wir müssen ja auch erstmal die entsprechenden Stages hier davor testen. Und wie ihr schon seht, haben wir also jetzt hier Liches am Start. Hab jetzt mal versucht, den zu stunnen. Das hat nicht geklappt. Aber der wird sowieso auf Shun gehen, denke ich mal. Ha, da kam noch der Stun. Sehr gut. Die Feuerliches sind insofern gemein, weil sie ja theoretisch immer, wenn eins meiner Monster dran war, rankommen können durch diese Passive. Sorry. Da müssen wir doch mal hier anschalten, damit wir nicht gestört werden. Okay, so. Ah, cool, da kam noch ein paar Stunts durch. Zack, und noch einer. Und zack, da hat's geleckt. Oh, Vero, der Vero brockt hier alles nieder. Sehr schön. Ich habe übrigens rausgefunden, diese Lags liegen daran, wenn ich mein Telefon verbinde ich ja mit dem über dieses Sightseeing-Programm mit meinem Rechner. Und wenn ich das mache und nicht über USB-Kabel, sondern übers WLAN die Verbindung herstelle, dann habe ich immer wieder diese kurzen Lags mit drin. Entschuldigung dafür, aber wenn ich jetzt das Kabel anschließen würde, würde das Spiel abstürzen. Das ist irgendwie so ein Bug. Immer wenn man zwischen den Verbindungsmodi hin und her wechselt, also zwischen WLAN und Kabel, beziehungsweise immer wenn Sightseeing sozusagen gestartet wird, stürzt Summoner's War ab. Kann euch nicht sagen warum. Bei anderen Apps ist es nicht so, aber Summoner's War stürzt dann immer ab. So, die müssten doch eigentlich alle von den Dots raufgehen, ha? Huh? Ja. Sehr schön. Gucken wir mal, dass jetzt hier den Kollegen vielleicht noch irgendwie gestunt bekommt. Perfekt! Da war das dann von Jean. Und damit dürfte eigentlich das Thema Stage 1 komplett erledigt sein. Sehr, 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 sehr schön. Für den Boss müssen wir gleich mal gucken. Ich vermute mal, wir müssen eventuell Shun oder Mantura gegen die Wasserhafenmagierin tauschen, weil die kann ja auch sleepen auf der 2, alles in Schlaf legen, ohne dass Damage gemacht wird, was halt cool wäre bezüglich des Revengens vom Boss. Wenn wir Mantura austauschen für die Wasserhafenmagierin, dann würde ich Shun eventuell auch noch rausschmeißen für Hua oder Spectra. Müssen wir dann gleich einfach mal ausprobieren. Vielleicht kommen wir aber ja auch mit dem Team durch. Werden wir gleich sehen. Ich weiß halt gerade nicht mehr, was die Ads sind. Das ist natürlich auch so ein bisschen davon noch abhängig, wie es dann jetzt gleich weitergeht. So, okay, der bufft sich. Oh Mann, ey. Meinhard, hallo?
So, Freunde der Sonne, sorry, da war gerade ein Telefonanruf. Ich habe ja eben schon gesagt, dass das Sidesync immer abstürzt, wenn da irgendwas passiert. Deswegen ist es wieder abgestürzt und ich musste hier auf die Stage jetzt nochmal hinkommen. Ich konnte aber tatsächlich mit Auto-Modus hier den Punkt erreichen, wo wir gerade sind. Das heißt also, die 4 Stages sind tatsächlich bis... Also jetzt nicht so mega schwer, ne? Offensichtlich, sonst hätte ich es ja nicht im Automodus mit dem Team schaffen können. Mhm. Nur für die Leute, die eine Alternative zu dem Team suchen, das habe ich in den letzten Videos ja schon immer wieder gesagt. Also
Shan ist fusionierbar, Veromoss ist fusionierbar. Baretta ist fusionierbar, das heißt also dafür braucht ihr theoretisch keine Alternativen, sondern nur, in Anführungsstrichen, nur etwas Geduld, die entsprechenden Materialmonster zusammenzusuchen. Was Mantura angeht, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Die ist halt nicht fusionierbar oder sonst irgendwas. Da braucht er halt einfach ein bisschen Glück. Aber Mantura kann man auch durch Thrain ersetzen, für den man ungefähr genauso viel Glück braucht. Den habe ich auch nicht. Oder Mantura könnte man ersetzen durch, also eigentlich alles, was irgendwie AOE CC hat, ne? Da ist mir eingefallen, heute Morgen war ich auf dem Weg nach Hause von unterwegs und da ist mir eingefallen, dass ich euch vielleicht mal was zur Wasserhafenmagierin sagen könnte. Und zwar die Wasserhafenmagierin, bei der ist es nämlich quasi nicht möglich, günstige Alternativen zu finden, weil, das ist das, worauf ich hinaus will, die Wasserhafenmagierin ist quasi die günstige Alternative. Also es gibt eigentlich nur, also mir fallen jetzt spontan zumindest erstmal nur zwei Monster, ach du Schande, das sind alles Revenge-Monster. Oh Mann, ey. Was soll man denn das machen? Mir fallen eigentlich nur zwei Monster ein, die ähnliche Fähigkeiten haben. Und das sind aber beides schwerer zu bekommende Monster. Das ist zum einen, ist das, oh, das war doof. Ist das der Wasserhomunculus. Und zum anderen ist das Verat. Ne? Und Verat zu bekommen, da braucht man schon arg viel Glück. Und Wasserhomunculus, da muss man halt entsprechend viel farmen. Ne? Also entsprechend viel die ganzen Riftbeaster farmen. Also das, auch das ist nicht so einfach zu erreichen, das Ziel. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich muss hier tatsächlich vorsichtig versuchen, die Ads zu killen, bevor ich den Boss angehe. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie mal hinkriegen, hier ein bisschen Damage drauf zu kriegen. Irgendwie nicht so recht. Stun? Nein? Okay. Okay, erstmal ein bisschen heilen. Noch ein bisschen mehr heilen. Dann, komm schon. Oh, wieder die Legs, ey, Mano. Dots. Und wieder. Oh, Halleluja. Keine Stunts, doch ein Stun. Jetzt kann man noch einen Stun. Das ist gut. Das gibt uns ein bisschen Zeit, hier entgegen zu heilen. Boss zurücksetzen. Bam. Und dann hol ich noch mal ein bisschen Damage auf den Boss. Problem ist, der Boss kann ja auch noch heilen. Also das wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern, bis der irgendwie mal hier raushaut, oder was? Keine Ahnung. Stun? Nee. Hier, AOE Stun. Zack, einer. Zumindest einer. Da war der Heal. Habt ihr es gesehen? Da war der Heal. Das heißt, wir müssen jetzt die Chance nutzen. Oh Gott, Mantura nicht sterben. Oh. Mann, ey. Das haut ganz schön rein hier. Oh, Pins Break. Okay. Dann Provoke. So. Okay. Nochmal Dots. Sehr schön. Ein Stun dabei sogar mit rumgekommen. Kriegen wir jetzt hier den Stun hin? Ja, sehr gut. Sehr gut. Kriegen wir den vielleicht kaputt? Den kann.
Mano. Okay. Boss zurücksetzen. Die anderen sollen ruhig drankommen. Die sollen ja von den Dots Schaden bekommen. Aber wenn die gestunt wären, wäre natürlich geiler. Okay. Dann schützen wir mal Veromoss, dass da was schief geht. Oh nee, wir hätten Mantura schützen müssen, nicht der. Ah nee, habt ihr es gesehen? War gut, Vero geschützt zu haben. Der Boss ist natürlich auf Vero gegangen, weil ja Vero Dark ist und der Boss Light. Von daher. So. Das Coole ist halt, in dem Moment, wo Shan angegriffen wird und Shan ihren ersten Angriff benutzt, wird halt immer eins meiner Monster hochgeheilt. Macht mir immer sehr viel Spaß zu sehen, dass meine Revenge, also meine Rache Shield Runung tatsächlich gar nicht so doof ist. Also weil je mehr Rache Prox man sozusagen bekommt, desto mehr Heal kommt halt auch raus. So, warum ist denn jetzt der Affe nicht gestorben? Kann doch nicht wahr sein. Okay, gestunt. Hast du gesehen? Da war der Heal. Oh, verdammt nochmal. Geh aber jetzt schon mal auf den Boss. Weil jetzt ist nämlich der Heal vom Boss ist raus. Das heißt, wir können theoretisch versuchen, mal ein bisschen in Damage reinzugehen. Und hoffen, dass der Boss einfach nicht so drankommt, damit der Cooldown nicht runtergeht. So, bam. So, dann der Provoke. Dann kann er nämlich nur den Skill Nummer 1 benutzen. Kann schon mal nicht heilen, zwei Runden lang. Schon mal zwei Runden lang nicht heilen. Affe hat auch direkt wieder einen Stun reinbekommen. Schon mal sehr schön. Und weiter geht's. Boss. Könnten halt den Defense Break mal brauchen. Von Mantura. Der müsste jetzt eigentlich bald mal wieder ab sein. Nee, noch nicht. Eine Runde noch. So, sicherheitshalber mal Mantura schützen. Die ist am lowsten. Und weiter auf den Boss. Ja, Revenge von dem Boss, der nervt, ey. So, Heal. Damage auf den Boss. Defense Break off. Sehr gut. Auf den Boss. Dann kommen Affe. Ah, schade, der Affe nicht gestunt. Aber weiter auf den Boss. Dem Affen noch ein paar Dots drauf. Und da ist er gestunt. Okay. Dann mache ich mal Auto auf den Boss. Ich meine, ich denke, das Auto auf den Boss dürfte jetzt ausreichen, weil wenn er sich heilt selber, dann stirbt der Affe. Und wenn er den Affen heilt, dann sollte er eigentlich sterben. Er hat den Affen geheilt, das ist schon mal schön. Dann können wir ihn jetzt schön weiter bearbeiten. Und das muss ich theoretisch nicht manuell machen. Das sollte eigentlich auch so klappen, weil egal. So, jetzt ist nämlich sowohl der Boss als auch der Affe wieder für zwei Runden provoziert. Das heißt, der Damage landet nur auf Shan. Shan kann das aushalten. Und Shasun heilt das ja auch gegen. Das ist halt eine ziemlich langsame Variante mit dem Team, wie ihr seht. Alles ein bisschen in die Länge. Aber es scheint zu funktionieren. Also Shan. Tatsächlich gefällt mir sehr, 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 sehr cooles Monster, wenn es um TOA Safe Teams geht, sozusagen. Okay, das war natürlich. Ach, das hat gepasst. Könnte mal ein bisschen Heal kommen. Ach, okay, da war. Na komm, die Lags, die tun mir wirklich so leid. Tut mir echt leid, dass ihr hier euch diese Lags antun müsst. Okay, Vero down. Und der Boss hat sich selber hochgeheilt. Können wir das weiter im Automodus laufen lassen? Ey, wenn das jetzt schief geht, wäre das natürlich übelst peinlich. Und jetzt fehlt uns natürlich mit Veromoss
wichtiger Schaden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist jetzt aber blöd gelaufen. Wartet mal, wir machen jetzt mal lieber den Affen kaputt. Und fall um, du blöder Affe. Ja, okay. Gut, das Vero muss jetzt down, das ist natürlich großer Mist. Weil jetzt fehlt uns eventuell der Schaden, um den Boss zu killen, weil der heilt sich halt jedes Mal, wenn er sich heilt, direkt um 50%. Und wir haben halt jetzt nicht so richtig, genau, was diesen Schaden entgegenwirkt. Also ich vermute mal, dass ich dann an der Stelle jetzt hier im Schnitt vorspulen werde und melde mich dann quasi gleich zurück. So ihr Lieben, ich habe nochmal ein paar Sachen getauscht im Team und ein paar Sachen verändert und Taktiken verändert. Und wie ihr seht, sieht das gut aus, beziehungsweise da ich habe es schon voraufgenommen. Das heißt also, ich bin mir sicher, dass es klappt, weil ich weiß, dass es klappt. Und der ganze Spaß ist quasi jetzt erledigt. Was habe ich gemacht? Zum einen, erstmal den Heiler tauschen. Chesun raus, Belladion rein. Warum? Belladion liefert den Defense Break. Mit dem Defense Break macht Artamil weniger Schaden und bekommt mehr Schaden. Änderung 2, Mantura raus und Spectra rein. Hat genauso ein AOE-CC. Hat einen Slow, AOE Slow und hat halt den Damage skalieren zum Max HP des Bosses. Das heißt also, Spectra ist hier für den Boss auf jeden Fall die bessere Wahl. Die Turn Order, Spectra, Baretta, Vero und dann die beiden zum Schluss. Das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Und am Ende, Vero war relativ früh down. Spectra ist dann auch nicht viel später gestorben. Hatte ich nur noch einen Affen und Artamil am Leben. Und ich habe es tatsächlich so gemacht, ich habe immer versucht, das Leben, die Prozente vom Affenleben niedriger zu halten als die von Artamil, ohne den Affen zu töten, so dass wenn Artamil heilt, er den Affen heilt und nicht sich selbst. Dann natürlich gucken, dass der Affe gestunt ist, so dass er uns nicht stunnen kann. Und ihr müsst halt gucken, dass ihr mit euren Feuermonstern nicht die Windmonster attackiert, weil ihr dann öfter crittet. Und mit Veromos halt lieber die Windmonster attackiert, weil der auf den Lichtmonstern eher crittet. Und immer wenn ihr crittet, macht Artamil seinen Passiv und das wollt ihr halt möglichst reduzieren. Weiterhin kann ich sagen, ich habe es ein paar Mal probieren müssen. Mit dem Team am Ende, also mit Spectra und Bella, habe ich tatsächlich nur zwei Versuche gebraucht. Also alle anderen Teams waren oft knapp, aber haben es nie geschafft. Und mit dem Team hat es im zweiten Versuch geklappt. Das kann Glück sein, das kann aber auch einfach daran liegen, dass das Team besser ist. Das also zu den Taktiken. Turn Order ist schon relativ wichtig. Monster sind auch relativ wichtig. Ihr braucht halt einen Defense Break. Ohne Defense Break macht es halt keinen Sinn. Ihr kriegt zu viel Schaden und macht so. Ne? Und halt gucken, dass ihr euren elementaren Vorteil eben halt nicht nutzt, weil ihr dann sonst grittet. Und dadurch halt die Passive von Artamil ausgelöst. An der Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.